Fabula. Land der fantastischen Orte, voller funkelnder Schätze und geheimnisvoller Mythen. Land der Abenteuer, der Fabeln und Legenden und mittendrin bist du. Ah, ah! Masakula! Namana! Schorsch! Kajukli! Schorsch. Vielleicht heißt das irgendwas in der Sprache oder sie wissen, wer du bist. Du weißt ich brauche meinen Freund. Der muss mal ein bisschen Action reinbringen mit seinem Schwert. Der muss die Hexen aufhalten. Das heißt, du sagst deinem Freund, der soll jetzt nach vorne kommen? Und der soll die Hexen aufhalten. Folge dem Ruf der Bewohner von Fabula und schlüpfe durch ein Tor hinter deinen Büchern oder unter deinem Bett ins Reich der Geschichten. Hier kannst du sein, was immer du möchtest. Prinzessin, Pirat, Spionin oder Superheld. Du bist stark, schnell und klug und am allerwichtigsten, du hast deine Freunde dabei. Ich hab das da. Das ist die 6. Yes, das ist nämlich das Symbol von mir. Ihr habt beide das super geschafft. Das heißt, der Pirat weicht nach links aus und der Ninja weicht nach rechts aus. Zusammen besucht ihr das Schloss Singsang oder das Monstermuseum. Mit Robohunden, Prachtponys oder Stolpergeistern an eurer Seite und der Kartenkröte oder dem Summhang in eurer Tasche seid ihr für jedes Abenteuer gewappnet. Denn ihr seid die Helden der Geschichte von So nicht, Schurke. Ich kann ein seltsames Wesen sehen. Das hat einen langen Hals und es hat Hände wie so Scheren. Ah, ich weiß, was du meinst. Kennt ihr den? Ja, den Typ sollen wir suchen. Ah. Nö, aber ich renne einfach über die Brücke, weil ich... Du rennst ganz schnell über die Brücke? Ja. Okay, dann beeil dich mal. Und du musst dafür eine 3 würfeln. Georg, eine 3. Eine 3. Oder eine 4, oder eine 5, oder eine 6. Genau, 3 oder höher. 2. 2. 3. Genau. Aber genau, der Andreas hilft dir und sagt dir genau, wo du hintreten musst. Dann wird es eine 3 und zack, hast du es auch auf der anderen Seite geschafft. Und du hast Teamarbeit, dann kann der Andreas schlagen. Ja, ich weiß. Teamwork. Gut, 2, hau dich. Bam! Du verpasst der Hexe ordentlich einen und sie stolpert zur Seite. Einer von ihren Zähnen lockert sich, der hängt jetzt da nur noch so. Aber sie ist noch nicht geschlagen. Du musst höher als eine 2 würfeln. Mhm. 3. Super, du wirst mir überhaupt keinen Marker geben. Und das heißt, du schlingst zu mit deinem Schwert und erwischst die Hexe im Magen. Und sie weicht zurück hinter deinen Freund, zurück in die Höhle und jammert. Und die beiden wehklagen. Dein Freund geht langsam rückwärts. Und ich glaube, ihr seid in Sicherheit. So nicht, Schurke ist ein Spiel der Fantasie und Vorstellungskraft für Kinder und ihre Familien. In Fabula könnt ihr gemeinsam Geschichten erleben, die speziell auf die Bedürfnisse auch jüngster Abenteurer zugeschnitten sind. Abwechslungsreich, spannend und lustig. Ein einfaches Würfelsystem und flexible Regeln sorgen für einen leichten Einstieg schon ab 5 Jahren. Und ältere Kinder können sogar selbst zum Spielleiter werden. Weder Reaktionszeiten noch digitale Technik geben hier den Ton an, sondern Kreativität, soziale Fähigkeiten und Freundschaft. So nicht, Schurke ist die Eintrittskarte nicht nur in eine fantasievolle Welt voller Humor und spannender Geschichten, sondern auch ein Start in das faszinierende Hobby des Rollenspiels. Für Eltern und Kinder gleichermaßen. Vielen Dank, Andreas. Tschüss. Vielen Dank, Schorsch. Tschüss. Ich bin sehr dankbar, dass ihr das gemacht habt. Das Bienenvolk dankt euch. Und rings um euch summen die Bienen herum. Keine von denen sticht euch natürlich, weil die alle brav sind. Und ihr habt das Abenteuer geschafft. Noch ein. Weil ihr geht jetzt, noch eins. Ja, weil ihr geht jetzt wieder nach Hause. Ja, und dann ihr geht erstmal nach Hause. Durch.